Ein Vertreter einer außerirdischen Rasse steht auf der Spitze eines Wasserfalls auf einem unbekannten Planeten. Er blickt auf das Raumschiff, das über ihm schwebt. Danach nimmt er eine Schale mit einer dunklen Flüssigkeit und trinkt sie. Sein Körper beginnt sich sofort zu verwandeln und zerfällt buchstäblich in Moleküle. Der Außerirdische fällt ins Wasser, während seine Zellen eine neue DNA bilden. Wir werden in das Jahr 2089 versetzt. Die Archäologen Elizabeth Shaw und Charlie Holloway entdecken in den schottischen Bergen das Bild einer alten Sternenkarte. Sie sehen Menschen, die ein großes Wesen verehren, das auf die Sterne zeigt. 4 Jahre später fliegt das Raumschiff Prometheus zu einem fernen Satelliten, LV223, der den Planeten in der Nähe des auf der Karte abgebildeten Sterns umkreist. Die Besatzung des Schiffes verbringt den langen Flug in einem Zustand der Anabiose. Nur ein Droide namens David ist wach, denn er muss den Fortschritt des Fluges überwachen. Der Roboter beobachtet die Träume der schlafenden Menschen, studiert alte Sprachen, spielt Basketball und sieht sich seinen Lieblingsfilm an. Der Alarm durchbricht die Stille. Es ist eine Warnung, dass die Prometheus an ihrem Ziel ankommt. Die Anführerin der Expedition wacht auf. Es ist eine blonde Frau namens Meredith Vickers. Sie fängt sofort an, hart zu trainieren, um die Leistungsfähigkeit ihrer Muskeln wiederherzustellen und gibt dann David den Befehl, alle anderen Mitglieder der Besatzung zu wecken. Auch Elizabeth und Charlie sind unter ihnen. Als die Menschen nach 2 Jahren in Stasis wieder zu sich kommen, versammelt Vickers sie zu einer Besprechung. Sie zeigt ihnen eine holographische Aufnahme eines älteren Firmengründers Peter Weiland, der seine Erfindung einen Droiden namens David vorstellt. Dieser alte Mann hat sich gefragt, woher die Menschen kommen, warum sie leben und was nach ihrem Tod passiert. Deshalb hat er diese Expedition finanziert. Elizabeth und Charlie erzählen von den Entdeckungen, die überall auf der Erde gemacht wurden. Artefakte aus Ägypten, von den Mayas, den Sumerern, aus Mesopotamien, von der Isle of Skye. Alle diese Felsmaterialien sind zu unterschiedlichen Zeiten aufgetaucht, zeigen aber dasselbe Piktogramm, das auf einen bestimmten Bereich des Himmels verweist. Und jetzt ist das Raumschiff Prometheus genau an dieser Stelle angekommen, um die Ingenieure der Menschheit zu finden. Meredith Vickers lädt Charlie und Elizabeth in ihr Privatmodul ein. Hier gibt es eine Menge teurer Körperregenerationsmaschinen. Vickers sagt, dass sie nicht an die Existenz von Ingenieuren glaubt. Aber selbst wenn sie zufällig Außerirdische finden, ist es den Wissenschaftlern verboten, ohne ihre Erlaubnis Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Prometheus landet in einem unbekannten Tal. Die Menschen ziehen Raumanzüge an und nehmen in dem Rover Platz. Sie fahren an der Oberfläche des Satelliten entlang und erreichen eine riesige künstliche Struktur, die das Team sofort beschließt, zu erkunden. Der Kapitän des Schiffes, Yannick, wacht über die Forscher, während er an Bord der Prometheus bleibt. Im Inneren der Struktur beginnen Flugroboter sofort damit, eine Karte der Gegend zu erstellen. Die Menschen gehen einen riesigen Korridor entlang und betreten eine Halle mit fließendem Wasser und atembarer Luft. Charlie nimmt seinen Helm ab, vergewissert sich, dass man darin wirklich atmen kann. Auch der Rest der Crew nimmt seine Helme ab. Es sieht so aus, als gäbe es im Inneren ein System zur Erzeugung von Atemluft. David findet alte Zeichnungen, die mit einer seltsamen Substanz bedeckt sind. Er berührt sie und plötzlich erscheinen Hologramme von riesigen Männern in Raumanzügen, die aus dem Korridor rennen. Sie rennen an den Forschern vorbei, als ob sie vor etwas Angst hätten. Elizabeth und Charlie rennen einem von ihnen hinterher und finden die Leiche des Ingenieurs im Raumanzug. Die Analyse zeigt, dass die Kreatur vor etwa 2000 Jahren gestorben ist. Der Geologe Fifield ist empört. Er ist hierher gekommen, um die Eingeweide eines neuen entdeckten Planeten zu erforschen, nicht die Überreste außerirdischer Kreaturen. Er verlässt die Gruppe und kehrt zum Schiff zurück, begleitet von dem Biologen Milburn. David öffnet die Tür und findet dahinter den Kopf einer toten Kreatur. Eine riesige Monolithstatue in Form eines humanoiden Kopfes steht in der Mitte einer großen Halle. Die Wände sind mit seltsamen Wandmalereien bedeckt. Außerdem gibt es zahlreiche Zylinder mit einer unbekannten, dunklen Flüssigkeit. Elizabeth und Charlie beschließen, den Kopf des Außerirdischen zurück zum Schiff zu bringen, um ihn genauer zu untersuchen. Zu diesem Zeitpunkt informiert der Kapitän des Schiffes die Mannschaft, dass ein heftiger Sturm auf sie zukommt und alle dringend zur Prometheus zurückkehren müssen. Die Leute rennen so schnell wie möglich zum Ausgang. David hebt heimlich eine der Zylinder auf. Wie durch ein Wunder gelingt es den Besatzungsmitgliedern, zum Schiff zu gelangen. Aber buchstäblich in der Nähe des Eingangs lässt Elizabeth die Tasche mit dem Kopf des Aliens fallen und kommt zurück, um ihn zu holen. Eine starke Windböe wirft die Frau vom Eingang weg. Charlie eilt seiner Freundin hinterher und in diesem Moment schließt sich das Tor zur Prometheus. Der Notausgang öffnet sich. Der Androide David eilt den Archäologen zu Hilfe.
Es gelingt ihm, die Menschen zu retten, aber alle Besatzungsmitglieder, die bereits an Bord sind, stellen fest, dass Milburn und Fifield immer noch nicht auf dem Schiff zurückgekehrt sind. Der Kapitän kontaktiert sie und erfährt, dass die Männer immer noch in dem seltsamen Bauwerk sind, weil sie sich verlaufen haben und den Weg nach draußen nicht finden konnten. Sie müssen warten, bis der Sandsturm vorbei ist, um zurück zum Schiff zu gelangen. Im Labor auf der Prometheus beginnen die Wissenschaftler, den Kopf des Ingenieurs zu untersuchen. Elisabeth bemerkt, dass dieser Kopf mit einem speziellen Helm bedeckt ist. David nimmt ihn ab. Unter dem Helm kommt ein großer menschlicher Kopf zum Vorschein, der mit seltsamen Wucherungen bedeckt ist. Um herauszufinden, wozu die Wucherungen dienen, lassen die Wissenschaftler eine elektronisch-magnetische Entladung durch den Kopf laufen. Und plötzlich öffnen sich die Augen und der Mund des Außerirdischen. Eine blutähnliche Flüssigkeit wird abgesondert und das Labor füllt sich mit einem schrecklichen Geruch. Der Kopf wird sofort in einen Glaskasten gelegt und dann kommt es zur Explosion. Elisabeth nimmt eines der verbliebenen Fragmente und stellt fest, dass die DNA des Außerirdischen mit der eines Menschen identisch ist. Der Androide David erhält Anweisungen von einer unbekannten Person und meldet sie niemandem auf dem Schiff. Er öffnet einen der gestohlenen Zylinder, der eine schwarze Flüssigkeit enthält. David gibt einen Tropfen dieser Flüssigkeit in Charlies Getränk. Sie unterhalten sich über die Aliens, woraufhin Charlie den Inhalt seines Glases trinkt. Milburn und Fifield finden einen Korridor mit zahlreichen mumifizierten Leichen der Ingenieurinnen und Ingenieure. Alle von ihnen tragen Raumanzüge und es scheint, dass ihr Tod nicht natürlich war. Einige von ihnen sehen aus, als wären sie von innen heraus im Brust- oder Schädelbereich explodiert. Die mobilen Scanner, die vorhin gestartet wurden, erfassen allmählich das Innere der Struktur. Der Kapitän ruft Fifield an und berichtet, dass der Sensor etwa einen Kilometer von ihnen entfernt eine Form von organischem Leben entdeckt hat. Die Männer sind sehr beunruhigt über diese Nachricht. Elisabeth studiert die Aufnahmen der holographischen Figuren, die im Inneren des Bauwerks zu sehen sind. Charlie kommt herein und gibt seiner Freundin eine Rose. Die Frau zeigt ihm die Ergebnisse der Analyse. Es stellt sich heraus, dass die Menschen zu 100% von diesen Außerirdischen abstammen. Es sieht so aus, als ob sie tatsächlich unsere Ingenieure sind. Elisabeth und Charlie freuen sich über ihre Entdeckung und verbringen die Nacht zusammen. Zur gleichen Zeit betreten Fifield und Milburn die Halle, in der sich Zylinder mit eben dieser schwarzen Flüssigkeit befinden. Sie läuft auf dem Boden und einige seltsame schlangenähnliche Kreaturen schwimmen darin. Eine von ihnen greift Milburn an und packt ihn am Arm. Um seinen Kollegen zu retten, greift Fifield die schlangenähnliche Kreatur an und reißt ihr den Kopf ab. Die Säure beginnt aus der Wunde in alle Richtungen zu spritzen. Sie trifft Fifields Helm und zersetzt ihn. Der Mann fällt mit dem Gesicht nach unten in eine Pfütze aus dunkler Flüssigkeit, während der Kreatur ein neuer Kopf wächst und in Milburns Körper eindringt. Am Morgen schaut Charlie in den Spiegel und sieht, dass etwas Seltsames mit seinen Augen passiert. Der Kapitän berichtet, dass er den Kontakt zu Fifield und Milburn verloren hat. Nachdem sich der Sturm gelegt hat, macht sich das Team auf die Suche nach ihnen. David trennt sich von der Gruppe und schleicht sich in den Kontrollraum des Raumschiffs der Ingenieure. Der Androide aktiviert die Konsole der Außerirdischen. Er sieht eine dreidimensionale holographische Sternenkarte, die zeigt, dass das Ziel der Außerirdischen der Planet Erde ist. David findet auch eine Stasis-Kammer mit einem lebenden Alien darin. Währenddessen bemerkt Elisabeth, dass Charlie sich unwohl fühlt. Sie betreten den Raum mit den Zylindern und finden dort die Leiche von Milburn. Eine Schlange springt aus seinem Körper und krabbelt schnell davon. Das Team kehrt zur Prometheus zurück. Charlie geht es von Minute zu Minute immer schlechter. Vickers kommt mit einem Flammenwerfer in der Hand heraus, um die Mannschaft zu treffen. Sie weigert sich, Charlie hineinzulassen, da er offensichtlich mit einem unbekannten Krankheitserreger infiziert ist. Als Vickers erkennt, dass dieser Mann für alle Besatzungsmitglieder extrem gefährlich ist, benutzt sie den Flammenwerfer und schickt Charlie in eine andere Welt. Elisabeth muss sich einem medizinischen Scan unterziehen. Dort stellt die Frau fest, dass sie schwanger ist. Aber das ist unmöglich. Elisabeth war unfruchtbar. Außerdem hat sie vor 10 Stunden mit Charlie geschlafen. Aber der Scan zeigt, dass sie schon seit 3 Monaten schwanger ist. Außerdem hat der Fötus eine ungewöhnliche Form. Und Elisabeth bittet David, ihn zu entfernen. Die Frau wird krank. David will sie in einen Kryoschlaf versetzen und zur Erde bringen, um den seltsamen Fötus dort zu untersuchen. Elisabeth gelingt es jedoch zu entkommen. Sie kämpft sich zum automatischen Operationsgerät durch, das sich im Rettungsmodul der Vickers befindet. Die Frau programmiert die Maschine so, dass sie eine Operation durchführt, um einen Fremdkörper aus ihrem Organismus zu entfernen, und legt sich in die Kapsel. Die Maschine holt eine krakenähnliche Kreatur heraus. Es wackelt aktiv mit seinen Tentakeln. Elisabeth steigt aus der Kapsel aus und sperrt das Monster darin ein. Zu diesem Zeitpunkt sieht der Kapitän, dass Fifields Monitor an ist. Er gibt den Befehl, das Tor zu öffnen. Eine Kreatur im zerrissenen Raumanzug erscheint vor dem Schiff und sieht mehr wie ein Monster als wie ein Mensch aus. Es ist der mutierte Fifield. Er nimmt mehrere Besatzungsmitglieder das Leben, bevor er mit einem Flammenwerfer beseitigt wird.
Erschöpft von der Operation läuft Elisabeth durch das Schiff. Sie findet sich in einer Kabine wieder, in der sie Peter Weiland lebend sieht. Die Frau stellt fest, dass er auch in der Kapsel geschlafen hat. Weiland erklärt, dass er nicht an Altersschwäche sterben wollte und auf diesen Planeten kam, um die Ingenieure um Hilfe zu bitten. Der Androide David ist auch hier. Jetzt wissen sie alle, dass es einen lebenden Ingenieur auf dem Planeten gibt und wollen mit ihm Kontakt aufnehmen. Der Kapitän der Prometheus, Yannick, glaubt, dass die bergförmige Struktur eine Militärbasis der Ingenieure mit biologischen Waffen war. Durch einen Unfall oder eine Katastrophe wurde der ganze Ort zerstört. Peter Weiland reist zusammen mit dem Team und Elisabeth zu der Struktur. Die Frau sieht tausende von Kapseln mit Embryonen. Sie zeigt ihren Fund dem Kapitän, der schließlich erkennt, dass die Struktur ein Raumschiff ist. David führt die Crew auf die Brücke des Kapitäns und verrät, dass die Ingenieure zur Erde fliegen werden, denn um etwas zu erschaffen, muss man erst etwas zerstören. David weckt den Ingenieur aus der Stasis. Es ist eine humanoide Kreatur von enormer Statur. David versucht dem Außerirdischen zu erklären, warum sie ihn brauchen, aber der Ingenieur entpuppt sich als eine nicht so freundliche Kreatur. Kurzerhand enthauptet er den Androiden und schickt Weiland und seine gesamte Crew in die andere Welt, bevor er das Raumschiff aktiviert und zur Erde fliegt. Elisabeth ist die Einzige, die entkommen kann. Sie bittet Yannick, das Schiff des Ingenieurs um jeden Preis aufzuhalten, denn es ist auf dem Weg zur Erde, um eine gefährliche schwarze Flüssigkeit auf unserem Planeten zu bringen und alles Leben dort zu zerstören. Vickers befiehlt, den Kurs auf die Erde beizubehalten, aber Yannick ist damit nicht einverstanden. Er startet ein Triebwerk und benutzt die Prometheus selbst als Wurfgeschoss. Vickers rennt zu ihrer Rettungskapsel. Der Kapitän koppelt sie ab, opfert sich und die anderen Piloten und rammt die Prometheus in das fremde Schiff. Die Wrackteile beider Raumschiffe stürzen auf die Oberfläche des Satelliten. Vickers steigt aus ihrem Modul aus. Zusammen mit Elisabeth fliehen sie vor den herabfallenden Trümmern, aber einer von ihnen trifft Vickers. Elisabeth ist die einzige Überlebende der Besatzung. Sie versteckt sich in einer Felsplatte, aber ihr Raumanzug ist kaputt und der Sauerstoffvorrat geht allmählich zur Neige. Elisabeth rennt zum Fluchtmodul, klettert hinein und schließt die Luftschleuse. Hinter dem Glas sieht sie einen riesigen Tentakel. Es sieht so aus, als hätte ihr Fötus in ein paar Stunden eine enorme Größe erreicht und sich seinen Weg aus der Operationskapsel gebahnt. Elisabeth hört Davids Stimme über die Freisprecheinrichtung. Der Androide warnt die Frau, dass ein Außerirdischer auf sie zukommt. Die Kreatur geht auf Elisabeth zu und die Frau lässt ihren Riesenkraken auf ihn los. Der Fötus rettet seine Mutter und vernichtet den Außerirdischen. Elisabeth holt David zurück und benutzt ihn, um das andere Raumschiff der Ingenieure zu starten. Es stellt sich heraus, dass es mehrere von ihnen auf dem Satelliten gab. Die Frau will nicht zur Erde zurückkehren. Sie muss zum Planeten der Ingenieure gelangen, um herauszufinden, warum sie die Menschheit vernichten wollten. Wir sehen eine Kreatur, die wie eine Art Xenomorph aussieht, aus der Brust des Ingenieurs, der zuvor von einem riesigen Tintenfisch angegriffen wurde. Gib uns ein Like und abonniere den Kanal und ich werde versuchen, mit den Aliens zu verhandeln, damit sie uns nicht wehtun. Das war Moviekatze. Wir sehen uns später.